Hallo an alle, die zugucken. Wir haben drei Zuschauer, das heißt Melrian, ich und noch jemand anderes. Way! Wir spielen heute We Were Here Too. Der zweite Teil von We Were Here. Wurde uns zugetragen als Koop. Man muss aus einer Burg herauskommen. Und man muss zusammenarbeiten. Und es läuft unter Linux. Das macht gut ist. Ja. Das ist gar nicht so much fun. Das wird ein Späßchen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wenn ich ganz ehrlich bin, was auf uns zukommt. Ich bin auch völlig blind. Ich spiele seit 10 Minuten oder so. Okay, kennst du den ersten Teil? Nein. Grandios. Dito. Also völlig blind. Ich habe mir die Steam-Seite durchgelesen, ja. Ja, ich gut, das zählt. Ja, ich, muss ich das auch irgendwo machen? Ich drücke mal auf so einen Haken da. Ah, da unten ist ein Knopf. Da drücke ich drauf. Jetzt bin ich bereit. Warten, bis alle bereit sind, ja. Ach, da oben. Es startet. Cool, geht auf. Die Tür geht auf. Wollte gerade sagen, was ist das? Zum Kommunizieren die Funktion zum Sprechen-Taste finden. Nee, wir haben Mumble. Brauchen wir nicht. Ich warte auf andere Spiele. Das erregt mich mehr, als es sollte. Aktion. Was? Ich will gar nicht wissen, was. Kommunikation ist Trumpf. Ja. Wirklich so lange? Gott, sagen Sie wirklich. Nicht, dass das. Siehst du diesen weißen. Siehst du diesen weißen. Diese weiße. Das ist auf jeden Fall nicht der Ladebalken, oder? Ich sehe. Warte auf andere Spieler und einen weißen Punkt in der Mitte. Ja. Ah. Le Intro. Schauen wir uns das doch mal der Vollständigkeit halber an. Ich bitte darum. Der mit dem Pferd zeigt. Zeig mal mit dem Finger drauf. So, Trapped und Funk, ja. Ah, okay. Einer nach links, einer nach rechts. Das ist so dieses typische Horrorfilm, ey, lass uns aufteilen. Genau. Was soll schon passieren? Lass mal alleine gehen. Wir bilden Gruppen. Oh Mann. Hey, da war ein unheimliches Geräusch und es ist dunkel. Ich geh mal hin und guck mal nach. Ihr bleibt hier und wartet darauf. Ich bin gleich wieder da. Ganz wichtig. Okay, let's kick it like Beckham. Ich habe in meiner linken Hand einen Funk, du auch? Ja. Krass. Ich glaube, wir spielen auch nicht zusammen, wir spielen einfach nur über Funk zusammen. Okay. Das ist ja quasi wie im Real Life. Ja, nur anders. Bei den LAN-Partys mehr nur noch, Ah, okay, rechte Maustaste ist halt echt Funken, ne? Funken. Hallo? Hallo? Kam das jetzt. Hast du gerade zweimal Hallo gesagt? Hallo? Streamt denn der Stream eigentlich noch? Ich gucke. Da dreht sich was und man sieht das Hauptmenü. Ich glaube nicht. Das sehe ich auch. Der Stream streamt, da ist alles drin. Okay. Jetzt beginnt die
den Stream mal erneut. Bitte. Stream den Stream woanders hin. Ja, dann Kommel, können Sie mich hören? Over. Ja, konnte ich. Cool. Ich weiß nicht, ob das aus dem Mimble kam oder. Ob es leuchtet. Schön. Ja, ja. Meins hat aufgehört zu leuchten. So, wie wechsle ich jetzt zur Knarre? Nicht mal ein Messer am Start, so ein Scheiß, EPG. Du musst Ego. I see a test build. On purpose? Mhm. Er soll Schlimmeres verhindern, ne? Aber er verbindet sich nicht mit. Kann ich nicht auf den Kanal zugreifen, ja. Hopp. Kaum hat man OBS aus, geht alles viel schneller. Ob das Zufall ist? Ich denke nicht. Aber ein Fall für das Galileo Mystery Team. Was hast du für Probleme hier? Du siehst einfach nur gut aus. Okay, ich akzeptiere das. Das ist hoffentlich echt nur so ein bisschen Adventure hier von wegen. Nein, ich meine jetzt echt, wenn der jetzt gleich irgendwas rumläuft und einen jagt, dann bin ich raus. Das, so Dinger kann ich nicht spielen. Dann bin ich echt weg. Es ist jetzt nicht so unheimlich, wie ich anfänglich gedacht habe. Ah, ich sehe dich. Es lübt. Jetzt ist wieder, jetzt dreht sich's wieder. Da ist er wieder, der Stream. Ist ja schon so. Ich. Hä? Also nicht den Stream, sondern ein Twitch-Fenster. Ich weiß nicht, ob das irgendwie. Jetzt ist es natürlich total geil. Ich sehe halt meinen Monitor und ich sehe deinen. Das nimmt der ganzen Sache natürlich den Voice-Funk-Faktor. Hier ist schon mal ein Rätsel. Wir hatten ja die ganzen Kerzen angezündet. Das muss ja irgendwann sein hier. Ja, irgendjemand muss hier sein, genau. Der Kerzenmann. Den machen die Kerzen an. So, ich habe jetzt irgendwie. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich bin irgendwie in so einem Raum mit diversen Särgen und Figuren, die irgendwas halten sollen. Ah. Und Symbolen. Huch. Warst du schon mal in diesen Escape Rooms? Nee, ich kenne dies nicht. Ich habe das nur erzählt bekommen von einem Arbeitskollegen. Fühlt sich schon fast so an, als ob es so ähnlich ist. Okay, ich ahne furchtbar aus. Du musst halt da im Raum nach Hinweisen suchen, wie du dieses Ganze lösen kannst. Und ich glaube, es ist so ähnlich hier. Okay, ja, dann musst du mich da rumliedern. Ja, immer doch. Guck mal, da ist ein Hebel. Ach, du hast Hebel? Ich habe keinen. Oder ich übersehen gepflegt. Ja. Roten Hebel direkt an diesem Hauptsarg. Ah, da ist hier Las Vegas-Modus. Der WLAN-Modus? Las Vegas-Modus. Ach so. Es sind keine gleichen Symbole, wie es scheint. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe so ein Kerkerfenster, da sind rote, also sind drei rote Symbole so eingraviert. Und ich habe bisher sehe ich davon nur eins bei mir. Okay. Glaube ich. Ich habe nämlich kein Kerkerfenster. Okay. Nee, das passt auch nicht. Was war das? Was ist das für ein Symbol? Also, ich sehe in diesem Kerkerfenster drei Symbole. Das erste ist so eine Art Kelch. Also unten Kelch. So ein Fuß und ja. Dann so ein Ding in der Mitte hoch und dann oben halt ein Kelch, so ein doppelter Kelch quasi. Ja. Das nächste ist so eine Art, ich nenne es mal Kirchturm oder so ein Siloturm mit einem Pinöpel. Es sieht ein bisschen aus wie ein Penis. Mit einem Pinöpel oben drauf. Ja, den habe ich auch. Den habe ich aber eingestellt. Ja, und das dritte ist halt das. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Sieht aus wie. Entfernt sieht es aus wie ein Zelt mit einem Angelhaken drin.
Ja. Das hast du auch, weil das habe ich auch. So das Einzige, was ich Ja, habe. ich habe, also das ist quasi, es geht von unten nach oben und dann nach rechts und dann kurvenmäßig nach unten. Und dann kommt ein Angelhaken mit so einem Kreuz oben, so einem runden Kreuz. Ja. Ja, ich habe die mal alle drei eingestellt, mal gucken, was passiert. Du, ich finde das immer noch faszinierend, dass du was einstellen kannst. Oh nee, das war. Ja, rechts von mir ist da so ein roter Hebel. Ist bei dir vielleicht jetzt was aufgegangen? Weil bei mir, ich habe nämlich eine offene Tür hier. Warte, ich guck mal. Ich habe eine Tür, die ist verschlossen und ich habe eine. Die ist Da ist eine Tür verschlossen. auf. Ich leck mich am Arsch. Da gehe ich jetzt rein. So, okay. Und hier ist ein Buch. Und ein Hebel. Ich drück den. I've pushed the lever. Okay. Hast du? Hab den Hebel gedrückt, ja. Immer Bei noch mir ist geschlossen. keine weitere Tür aufgegangen, aber hier ist auch noch ein Buch, das lese ich jetzt. Oh shit. Der Text ist natürlich auf Englisch, obwohl ich auf Deutsch gestellt habe. Aber vielleicht ist das ja nur die Geschichte. Oh Gott, und das ist dann noch in Handschrift. Das kann ich natürlich richtig gut. In these coffin, my three beautiful children lay forever at rest. My biggest fear is that my remaining two daughters will join them soon in those heavenly lands. After the death of her dear. Was? Betrothed Voldemort? And his beloved Ivan? Ja. Emilia distant as And in. they died. Ja, and they died at the end. Ja, gut. Meine grobe Vermutung ist, du musst mich jetzt hier irgendwie rausholen. Ach, du kannst, du hast, ich sehe gerade, dass du diese Zeichen einstellst. Ja, aber ich wüsste nicht wie. Ich habe einen, da war ein Hebel, den habe ich gedrückt. Da habe ich mich auch ganz toll bei gefühlt. Kann ich den nochmal drücken? Sind da Nein. Symbole, die du einstellen kannst? Sind da Symbole, die ich einstellen kann? Nee, hier sind Kerzenständer. Hier ist dieses Buchding. Buchgerüst. Oh, jetzt bin ich schon wieder aus dem Fenster raus. Hello. Und, nö. Ach Gott. Moment, also geht's vielleicht doch um den Text. Also ich lese mal weiter. Voldemort und believed Ivan. Emilia distant herself even more from her father. The only escape she can find is the hunting is in hunting deers in the woods. Every time she leaves the castle, I fear I will never see her again. Katja on the other hand finds her comfort in the wrong kind of man. I cannot. Whoa, no, I shall never trust those manipulative. Can Alter, contrivies of my husband's count. Oh man. Yeah, I will always keep an eye on my little one. I cannot shake off this ghostly feeling. Sometimes it's going to happen. Bla bla bla. Ja, und ansonsten ist da noch ein Bild mit drei Särgen, die übereinander liegen. Ich Da kann ist aber die sind aber jetzt Särge ja keine. nicht. Kann die Särge nicht irgendwie verschieben oder Ja, da so? sind, wollte gerade sagen, da sind jetzt auch keine Bilder oder so drauf. Ne, vielleicht irgendwo Särge, die man. Sind auf den Särgen irgendwo Markierungen drauf? Bei dir oder so? Ja, die haben auch so Zeichen. Ich Ich kann habe dir die keine Zeichen von den Zeichen. Särgen mal durchgeben, wenn du möchtest. Ja, bitte. Das ist Schieß einmal los. ist das, pass auf, einmal ist das so ein, boah, was ist denn das? Ein Ampelmännchen mit drei Köpfen, würde ich mal sagen, und zwei Beinen und in der Mitte dongelt da sowas rum. Ampelmännchen mit zwei Köpfen. Also drei Und Kreise ein, oben und also dann. so ein Mädchen auf dem Boot? Nee. Nee, Mädchen, aber gucken, ob ich das, vielleicht habe ich das auch noch irgendwo. Wo sind die anderen Coffins? Eine Schildkröte habe ich noch auf dem Coffin. Ah, ich habe hier, ja, ich habe da so drei Kreise oben, die mit so einem, hier, wie so einen jüdische Kerze verbunden sind. Ja, genau. Das passt. Ah, und das habe ich mit den anderen nicht. Okay, dann kannst du mir die Symbole mal sagen. Das eine habe ich eingestellt, das mit den drei.
Gut, dann ja, eine Schildkröte. Also im Endeffekt ist es halt wirklich eine Schildkröte. Und dann habe ich noch als drittes, wie beschreibe ich das am besten? Ein S mit vier Strichen drumherum. Ja. Aber jetzt prüfen wir jetzt, ob das verschlossen ist, ne? Ob ich das noch aktivieren muss. Ist verschlossen noch. Den muss ich jetzt einmal aktivieren. Jetzt auf. Ist offen? Bei mir auch. Checkpoint erreicht. Checkpoint, Moment, okay. Moment, Moment. Warum gibt das Checkpoints? Ich bin nicht. Ich bin nicht amused. So. Beschreib mal, was du so siehst. Also ich sehe einen runden, also ich bin direkt auf ein Buch zugegangen, das auf so einem Altar liegt und in der Mitte ist halt so ein großer Kreis, so ein Kerker mit so einem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ein Oktapentagramm. Rechts ist ein Wandteppich mit diesen Symbolen, die untereinander verknüpft sind, und links ist der gleiche in Rot mit einem Kreis. Und der blaue ist eher ja, so ein auf dem Kopf stehendes Quadrat. Oh je. Also gut, Symboliken habe ich jetzt so noch gar nicht. Ich stehe vor diversen Türen, die sich alle nicht öffnen lassen. Jetzt weiß ich, was du mit dieser Handschrift meinst. Okay. I have never been. Oh, du Scheiße. I have never been as happy in my life in the moment I met you. And I am honored to receive your love in exchange. Wish I could be with you forever. The of your eternal love is very thrilling. The promise of your eternal love is very thrilling, but the sacrifice is too great. I cannot let you get through with this. I cannot let you betray that strange, pure, strong, pure heart of yours. I hope you would understand the things I have done to keep you from making this big mistake. I want you to remember me as I was, and that summer night in the rose garden. I want you to remember I will always love you, and I want you to remember I will always be with you, even when I am not in this earthly world anymore. Love you forever. Forever. Das klingt ein bisschen nach September von Earth, Wind & Fire. Eine Aufforderung zu singen. Entschuldigung. Hier ist noch ein Buch. Oh. Soll ich zuerst mal meins? Das ist auch noch eins. Ja, klar. Dear C, my love for you burns with the eternity of a thousand. Nein, da steht nicht Kanz. Suns. Your beauty shines as bright as the light of the stars and as colorful at the roses in our garden. Love you forever, B. Und auf der rechten Seite sind Kerzen. Eins, zwei. Eins, zwei, Ja, ich habe eins. hier um das ganze Ding drumherum auch. Ah, ja, ich habe mich gerade mal alle angemacht und dann sind sie alle wieder ausgegangen. Das heißt, du hast den Code für, wie ich die Kerzen anmachen muss. Ja, wahrscheinlich. Willst du den haben? Gut. Ich funke. Funke! Ja, dann. Wenn man. Ich höre das immer nur einmal. Ich glaube, das können wir vergessen. So, dann, also pass auf. Oben links. Was für ein, wie ist denn dieses da angebracht? Sind das so
Kreise Es ist oder ein, es sind sechs Kerzen Quadrate? in der Kreisform angebracht. Ah, weil ich habe ja noch diese Bilder hier, diese Wandteppiche. Ja gut, habe ich auch zwei von. Die Frage, wo ist der Anfang Wo ist der Anfang? bei diesen Kerzen? Sind da Symbole irgendwo bei? Es sind wirklich nur die sechs Kerzen mit Ziffern. Ich glaube, es könnten auch. Nee, doch, es sind Ziffern. Hast du irgendwie was Bodenplatten oder so, die Ziffern zeigen? Nö. Ja, also ich habe ja Bodenplatten, die Symbole haben. Guck mal gerade, ob diese Symbole irgendwo an diesen Wandteppichen mit drin sind. Aber sind sie nicht. Nö. Ist die Frage, wo ist der Anfang? Wo ist der Anfang da, wo die. Ist der Anfang da, wo das Buch ist, sonst ja nie. Dann sag mal, wenn man von unten guckt, quasi. Moment, wenn man von unten guckt. Also wenn du quasi unten Die an das Buch unterste gehen Kerze würdest. ist die mit der 4 drauf. Also kleiner Strich, großer Strich, großer Strich, kleiner Strich. Sieht aus wie eine römische Ziffer. Kleiner Strich, großer Strich. Römische Ziffer. Ja, so in etwa. Habe ich nicht. Oh, mein Tee ist eiskalt. Widerlich. Eistee. Genau mein Ding. Mal auf zu funken hier. Nee. Das funktioniert wenigstens, die Lampe. So, ich habe einfach mal das untere angemacht. Mal gucken. Jetzt? Das untere, okay. Nee, pass auf. Jetzt habe ich's. Mach noch mal alle an, dass alle wieder ausgehen. Okay. Und sagst dann Bescheid. Das wäre jetzt der Fall. Alle Okay. aus. Okay, dann von dem Buch aus betrachtet, in der Annahme, dass das Buch genau da steht, wo es auch bei dir steht, bei mir steht, machst du mal bitte die Kerze an, die auf der linken Seite von dir steht, die hintere von den beiden. Da dürften zwei sein. Machst du die hintere als erstes Wie, an? was war das hintere? Die weiter weg ist oder die näher dran ist am Die Buch? weiter weg ist. Ah. Ja. Und dann Ich bin. die rechts daneben davon steht, vom Buch aus betrachtet. Also quasi wie im Uhrzeigersinn, dann Ja. vor der 6. Genau. Ja. Dann die auf der linken Seite, die vor der ersten war oder ist, vom Buch aus betrachtet. Quasi um 8 Uhr, könnte man sagen. Ja, genau, 8 Uhr. Dann die Kerze auf 6 Uhr. Und dann die Kerze auf 4 Uhr. Hatten wir doch schon. Wie, die hatten wir schon. Ja, 4 Uhr hatten wir schon. Warum? Die Sau. Ja, die rechts von der am Buch steht, hast du gesagt. Habe ich gar nicht. Habe ich echt rechts gesagt? Ich meine, ich hätte Ja, links gesagt. Scheiße. dann sind sie alle nochmal wieder aus. Also nochmal von vorne. Dann sagen wir es jetzt am besten mit Mit der Uhrzeiten. Uhrzeit. Okay, dann die als erstes die auf 10 Uhr. Da. Als Jawohl. zweites die auf 12. Auf 12. Die hatten wir noch eben gar nicht. Ah, okay. Als drittes die auf 8. Ja.
Als viertes die auf 6. Ja. Als fünftes die auf 4. Ja. Und als sechstes die auf 2. Quasi die letzte. Passiert. Hm? Nix passiert? Das ist ja kacke. Ja, dann müssen wir irgendwie was mit der Anordnung falsch machen. Oder es geht nicht um die Ziffern, die da drauf sind, sondern um die, weil die sind auch verschieden runtergebrannt, aber da kann ich beim besten Willen keinen ausgiebigen Unterschied erkennen. Da tue ich mir eher schwer mit. Hm. Muck ist schon so ein bisschen episch. Was ist... Was? Kommel? El Comrado? So, wie komme ich denn jetzt wieder... Ja, der hat uns rausgeworfen. Das war irgendwie sehr dramatisch, weil es ist genau was passiert und du sagst, es ist nichts passiert. Was müssen wir denn noch machen? Okay. Du bist, ja, ich bin noch, ich bin ich jetzt Autorec? Also ich, bei mir ist das Internet gestorben, ich bin aus dem Netz geflogen, bei mir grad, ja. War gerade alles tot. Ja. Finde ich faszinierend, dass das, dass ich jetzt auch, warum bin ich automatisch wieder da? Das macht mich gerade ein bisschen fuchsig. Ja, das war vielleicht noch zu kurz. Vielleicht. Auf jeden Fall, das hat so funktioniert. Die Gitter sind weggegangen und die Wendteppiche haben angefangen zu leuchten mit ihren Symbolen. Ah, okay. Ja, aber können wir jetzt nicht fortsetzen? Wir haben doch immer einen Checkpoint erreicht. Lass es uns probieren. In der Tat. Terminal zu, das brauche ich nicht. Raum erstellen. Mhm. Mhm. Aber das hatten wir doch schon. Mhm. Harold. Friendly. Bester Raum, EU Nordwest. Aha. Aktualisieren. Der Raum ist wieder da. Hä? Der Raum ist wieder da? Der Raum ist wieder da. Da ist, Anspielen. Das Ritual. Wir können jetzt halt in Räumen halt. Das Ritual, machen wir das Ritual. Ja, genau, weil von Anfang an war ja das von eben. Ich will jetzt mal gucken, ob der. Streamt. Der Stream streamt irgendwie so ein bisschen inkonsequent. Hast du mal geguckt auf dem Twitch Streamboard, ob die Durchsatzrate ausreicht? Weil es ist immer da und dann dreht sich wieder der Kreis und überhaupt sowieso, weiß auch nicht. Also als wir eben bei den Fackeln waren und bei den Kerzen, hatte ich teilweise noch auf dem Stream, der läuft zwar weiter, aber hatte ich teilweise noch das mit diesen Rolldingern, die du umgedreht hast und so, mit den Symbolen drauf. Ja, das stimmt, das hatte ich auch. Ich Full HD Stream hier. Ja, das sollte ja kein Ding sein. Du hast ja kein Dorf-Internet. 50 Mbit. Ja, sollte reichen für ein bisschen Stream. Bisschen. Wo kann ich denn sehen, ob dem Durchsatz reicht? Wenn du das Dashboard auf hast, falls du das Dashboard auf hast, Dashboardle. Da gibt's den Punkt Stream Health. Dashboard. Oh, now hosting Hulase, das wusste ich gar nicht. Faszinierend. Ich bin live und das nicht. Wo ist diese Health? Wenn du das Dashboard offen hast, unter Announcements. Also ganz oben liegt. Doch, da. Da, 2100. Ich weiß aber nicht, ob das gut ist oder schlecht. Naja, ich habe 1700 bei 2 Mbit Upload. Also, wenn du 10 Mbit Upload hast, sollte das. Okay sein. Ja, sollte reichen. Gut. Machen wir einfach weiter.
Alles klärchen. Wie Zur reif? Not, ich habe, also ich stream nicht, aber ich habe eine Aufnahme laufen. Haben wir zumindest was für später. Das kann ich dann auch zurechtschnibbeln und so, dass so Dinger jetzt hier nicht mehr drin sind. Ja, top, top. Quick Dann Muffs. das. Dann sage ich mal bereit. Choral. Das mag ich noch umschalten. So. One plus one is two. Two plus two is four. Pligmas. Nicht sicher, was du tun sollst. Beschreibe Objekte im Raum oder auch den Raum selbst. Dem, dem, dem. Es ist im Prinzip wie dieser Escape Room, weil sie suchen und das. So, jetzt machen wir die Kerzen noch direkt mal wieder an. Bin wieder da. Hallo. Achso, der Funk geht ja nicht. Es ist wahrscheinlich, Mumble macht das Spiel leiser. Wahrscheinlich höre ich dich im Spiel auch, aber Mumble macht das Spiel leiser. So, die Reihenfolge hat sich auch geändert. Oha. Also doch 100% Replayability. Ja, bis auf das die Reihenfolge, also der Raum ist der gleiche, die Reihenfolge ist anders. So, dann Bist du schieß bereit? los. Yes. 4 Uhr. Warte mal, ich bin gerade verwirrt. Ich habe zu schnell gedreht. Ich mache mir derweil ein So, Bier vier. auf. Ja, 4 Uhr. Das ist eine gute Idee. Uhr. Ja. 10 Uhr. 10 Uhr. Nicht anspringen, drücken. Ja, so. Ja. 6 Uhr. Hier gleich. Ja. 8 Uhr. Ja. 2 Uhr. Und dann bleibt ja nur noch Die 12. 12 Uhr. Ja, jetzt sind die wieder angegangen und leuchten. Okay, cool. Und bei mir leuchtet. Ich weiß auch nicht. So ein Kreis, ein gestrichener Kreis, also ein Wahlkreuzchen. Und bei den Rechtecken leuchtet eine kleine Brechstange. Okay, ich hab. Rechtecken, bei den Quadraten. Ja, ich hab Sollte ich auch sagen, ja. zwei Wandteppiche. Einer sieht aus, ich würde es am ehesten beschreiben als wie ein Skorpion. Zwei Klauen, ein Kopf und hinten ein Stachel. Und der andere sieht aus, das ist der blaue übrigens, und der andere sieht aus. Ui. Die sieht nach gar Sind nichts das aus. Rechtecke oder sind das Quadrate oder sind das Kreise? Was denn? Grundschema, das Grundschema. Das Weil sind ich habe Kra. nämlich unten auch noch vier Kreise, die ich scheinbar noch ja dazu packen muss Ich irgendwie. habe ein, das rote ist auf, ist ein Kreis und das blaue ist in einem Rechteck. Sag mal, was bei dir rot leuchtet. Bei mir leuchtet rot. So ein. Ich sag mal, ganz oben so zwei Augen. Und links und rechts ein C und ein umgedrehtes C, so mittig. Und ganz unten so ein durchgekreuzter Kreis. Und das Ganze ist Okay, in dem die Kreis habe ich drinne. auch. Genau, so ein Wahlkreis, also ein Wahlkreis, also ein Wahlkreuzchen. Ja, genau. Das leuchtet bei mir. Dann sag noch mal, welche noch mal leuchten bei dir. Ich gehe auf die andere Seite. E ist Ne, bei nicht den, bei den, schneller. bei den, bei den roten, meine ich mal bei den Kreisen. Ich habe nur eins. Ja, dann sag mal, welches leuchtet da? Das habe ich dir gerade gesagt. Das mit Du den, sagtest irgendwas von dieses C und umgedrehte C miteinander verbunden. Okay, ich glaube, du beschreibst mir mal, was du siehst. Quasi. Ich kann auch nicht alle von denen aktivieren. Okay. Also ich Ich habe kann so irgend. ein T mit, also so ein christliches Kreuz mit zwei unten Kreuzen kann ich aktivieren. Dann bildet sich daraus ein neues Symbol in der Mitte. Aha. Ich kann so ein U mit Strich nach unten und Kreuzchen machen. Dann gibt es so ein christliches Kreuz mit einem parallelen Mini-Kreuz noch dazu.
Hä? Und ein U mit Strich. Ein Quake-Zeichen quasi. Und das war's. Die andere kann ich nicht aktivieren. Also christliches Kreuz und das Quake-U mit Strich klingt schon mal gar nicht so schlecht, aber irgendwie sieht das völlig anders aus als das, was ich hier habe. Roger! Ich kann auch nicht alle aktivieren. Ich guck mal, vielleicht ging ja bei mir mit den Kerzen irgendwo eine Tür auf oder so. Vielleicht kann ich ja weitergehen und nach was anderes suchen. Es ist halt ein relativ großer Raum. Der Tuxedo. 54 Grad, ist alles gut. Okay, also ich muss scheinbar irgendein zusammengesetztes Symbol daran setzen. Und dieses zusammengesetzte Symbol wird wahrscheinlich bei dir sein. Ja. Klingt sinnig. Symbole in der Mitte entsprechen nicht dem, was wir da haben. So. Ich frage, ob man irgendwo irgendwelche Symbole sieht hier. Also ich kann es ja nochmal irgendwie. Ja, wie beschreibe ich das? Es ist halt wirklich unbeschreibbar, dieses eine Symbol, was ich habe. Das ist halt schon extrem kompliziert. Also in den Büchern, die ich hier habe, steht auch nichts an Zeichen irgendwie dabei. Warte mal, Buch. Buch ist ein schönes Stichwort. In der Mitte von diesem ist ja so ein großer Kreis, also von diesem Wandteppich. Ich kann halt, ja, vier Symbole miteinander verbinden. Die sind dann in der Mitte auch miteinander verknüpft. Mhm. Und bilden dann ein großes Symbol. Was dann halt bedeuten soll, weiß ich auch nicht. Und die verschieben oder so kannst du die auch nicht. Also, dass die je nachdem, wann du die aktivieren. Und je nachdem, wann die aktivierst, kommen die an eine verschiedene Stelle, oder? Wie verhält sich das? Nee, es ist. Die Reihenfolge ist fest definiert. Oder. Die haben. Es gibt so eine bestimmte Reihenfolge, die ich machen kann. Dann kommen die da halt dran. Ja, aber wenn ich das Symbol aktiviere, ist es immer an derselben Stelle. Mhm. Also in diesem Bildchen insgesamt, in diesem Gesamtbildchen da. Ist es gleich. Ja, dann ist es gleich. Sag mal, bei dem hast du auch so eine Art Pentagramm quasi in der Mitte bei dir? Pentagramm? In meinem Symbol? Aber so ein großer Kreis. Nee, quasi in der Mitte deines Raumes. Ist da auch so ein Kreis mit Symbolen drin? Nee. Ich hab so eine Kuppel. Die ist aber nicht besetzt mit gar nichts irgendwie. Auf dem Boden? Nee, die steht so mitten im Raum. Das ist das, was. Bei dir stehen da wahrscheinlich die Kerzen an der Stelle und bei mir steht so eine Kuppel. Die scheint aber keinen größeren Nutzen zu haben. Da ist nichts drauf. Irgendwie. Weil ich habe nämlich so ein Pentagramm und da sind Symbole drauf. Die entsprechen aber nichts dem, was. Ja. Nichts dem, was da an diesen Wandteppichen dran ist. Okay. Ja. Vielleicht stelle ich mich auch extrem doof an und habe irgendwas übersehen. Irgendeine Tür, die sich vielleicht noch öffnen lässt oder so.
hier ist halt definitiv nix. Leuchtet bei dir an dem blauen Wandteppich jetzt irgendwas auf? An dem blauen Wandteppich ist auch ein Symbol, ja. In einem Quadrat. Hm? Ja, was hast du da? Das sieht eigentlich wirklich aus wie ein Skorpion. Vorne zwei Dreiecke, direkt dahinter wie der Kopf ein Kreis. Das Ganze ist verbunden mit so einer Art Angelhaken nach unten, wo nochmal ein kleiner Kreis dran ist. Und in der Mitte gehen nochmal so zwei Striche nach links und nach rechts weg. Vielleicht ist ja das, was ich da herstellen muss. Dass ich dasselbe Symbol erzeugen muss. Ja. Das wäre natürlich auch einfacher. Das ist definitiv anders, einfacher zu beschreiben als das andere Symbol. Ja, lass uns doch mal versuchen hier. Na gut. Also ich habe jetzt so einen kleinen Kreis.